Πρόσταγμα, μάλιστα. Ναι. Nein. Wir sind doch hier oben beschäftigt. Da könnt ihr doch nicht da angreifen. Oh, meine Ziegen. Je mehr Karawanen wir zerstören, umso weniger Soldaten können die Trojaner ausbilden. Ja, schön. Aber gerade sehen sie noch ziemlich viele aus. Petemos. Ich habe lauter Trojaner auf meinem Bildschirm. Ach komm, der Witz musste doch jetzt sein. Den hätte jetzt jeder von euch gemacht. Geht's zu. Wenn man Troja bekämpft, dann sollte man Trojanerwitze einbauen. Ich habe noch gar keine Panik auf der Titanic hochgebracht, als wir Seeschlachten und so hatten. Wow, ich lasse wirklich nach. Ah, Katapult! Müssten wir wirklich mal so eine Liste mit schlechten Witzen machen, die ich jedes Let's Play einbinde. First World Problems. Ziegen zu den anderen Ziegen. Und die haben uns schon das erste Gebäude zerschossen. Na, ganz toll. Wo bist du denn? Forever alone, geistert in rum. Ihr greift mir jetzt mal hier die ganzen Mauern an. Ich kann das nämlich nicht haben, wenn in meinem Gebiet rot vorhanden ist. Rotes Zeug, rote Mauern. Rot gehört dem Feind. Prostagma. Oh, Isvali. Malista. Los, Odysseus. Jag das Pferdchen. Malista. Und ich glaube, da hinten könnte sich eventuell ein Geheimnis befinden. Deshalb habe ich jetzt wen hingeschickt. Und wir haben Schiffchen. Gehen wir mal die Gegend erkunden. Oh, eine Goldmine. Was eine Überraschung. Das wäre ja perfekt, wenn wir jetzt Dorfbewohner hätten, die wir in ein Transportschiff tun könnten und auf die Insel schicken, sodass sie da nach Gold graben. Prostagma? Was jetzt gerade total spontane Idee war und auch überhaupt nicht von Anfang an geplant, weil ich die Map ja kannte und wusste, dass da die Insel ist. Ja. Also ihr seht schon, das ganze Spiel ist so unblind, wie es sein könnte. Ich habe das so gesucht. Ich glaube, ich kenne mittlerweile echt jedes Level auswendig. Na, außer die letzten. Ich glaube, die letzten Level habe ich früher, bin ich einfach nie so weit gekommen. Leche. Boah, da gibt es schon noch Level, die ich mir, wo ich mir, glaube ich, jetzt recht recht leicht tue, aber wo ich früher stundenlang dran gesessen bin. Das ist ja auch immer sowas. Ja, schicken wir erstmal unsere kleinen Dorfbewohner auf ihren Gratisurlaub auf der Insel. In ihr 5-Sterne-Hotel. Warum sind die jetzt nicht mitgegangen? Die sollen doch bitte auch da mitgehen. Du baust schon mal so ein Hütchen hier hin, bitte. Nee. Und die anderen beiden folgen dir sofort. Was wollte ich gerade? Ach ja, wenn ihr euch mal überlegt, also vielleicht viele von euch, die schon als Kinder gespielt haben und jetzt eventuell so im Jugendalter sind und jetzt immer noch Computerspiele spielen, hat sich euer Skill geändert? Also ich habe es gemerkt, als ich das Harry Potter Let's Play gemacht habe, das ging ja teilweise recht fix. Wenn ich mich nicht so blöd angestellt hätte an manchen Stellen, aber das kommt auch durch das Kommentieren. Und da bin ich als Kind bin ich dann nie weitergekommen. Boah, uns verreckt hier alles. Lauf, lauf, kleiner Mann. Du wirst es schaffen, ich weiß es. Gehen wir mal schnell weg vom Katastrophengebiet. Nein. Geht alle in das Schiff. Ja, kriegt jetzt hier Sonderurlaub. Wir brauchen Türme. Sonst fallen die uns hier die ganze Zeit in unser Ding ein. Oh, oh, das war, glaube ich, nur noch eine Einheit von uns. Natürlich. Zerstören wir mal den Turm. Ja, dann bekommen wir die Rohstoffe zurück. Gut. Ein paar Reiter wären ganz gut. Haben wir hier noch Einheiten? Ja, die drei Idioten von der Tankstelle. Super. Wo sind eigentlich unsere Helden?
Sind die tot? Jetzt bauen wir erstmal hier noch so ein Teil hin. Das passt nicht ins Landschaftsbild. Hier vielleicht. Oh nee! Hätimos, ist voll. Wir brauchen echt mehr Einheiten. Das kann so nicht weitergehen. Oh nee! Zurück, 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 liebe Leute, zurück, zurück, zurück. Hätimos. Und jetzt bitte weiterbauen. Dankeschön. Leje. Prostagma. Vulome. Proszę. Vulome. Prostagma. Esto. Ach, die komische Dingens hier war hier hinten. Vulome. Dann bring die mal zum Tempel, mein Guter. Malista. Lege esto. Hetimos. Vulome. Proseche. Malista. Wir müssen es echt hier mal. Das Dorfzentrum lassen wir mal für eine Weile in Ruhe und bauen uns hier erstmal unsere Armee auf. Lege Malista. Ja, da hinten fallen die Bäume. Oh nein. Die jagen schon wieder ein Fischerboot. Ach, da ist Akanthus. Ich blende den schon irgendwie voll aus. Stall haben wir eine Schießanlage und eine Militärakademie. Prostagma. Was könnt ihr denn noch? Einen Turm könnt ihr natürlich nicht bauen, aber eine Waffenkammer wäre gut. Wo können wir die denn mal hinstellen? Hier unten, oder? Nee? Na, da in die Mitte will ich die nicht stellen. Nee. Hier unten. Ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie immer so ein Dorfplatz und dann so eine Art Gasse. Versteht ihr, was ich meine? Ich wollte da jetzt nicht die Waffenkammer so in die Mitte bauen. Faszinierend. Jedes Mal, wenn ich die Level spiele, ich baue fast alle Gebäude immer an die gleiche Stelle. Also hätte ich das jetzt alles nochmal die ganzen Folgen nachgespielt, dann wären die Gebäude fast genau wieder an denselben Stellen. Das Stadtbild wäre wieder dasselbe gewesen. Schon lustig. Wenn man sich dann Let's Plays von anderen Leuten anschaut, die Age of Mythology spielen, dann denkt man sich so, warum sieht denn bei denen die Stadt so aus? Wie könnt ihr das denn machen? Warum? Weil es bei denen dann ganz anders aussieht. Könnt ihr mal sehen. Lege. Ach, ich würde gerne das Gebiet ein bisschen erkunden, aber wir haben keinen Speer mehr, glaube ich. Was mache ich denn da? Schau ich mir da gerade die Einheiten an. Ach, der erkläre ich gerade die Einheiten. Ja, verdammt, war das auch die Aufnahme. Ich glaube, ich habe irgendwie alles Wichtige in dieser Aufnahme gemacht. Na, egal. Dann werde ich halt bei Age of Mythology einfach mal alle Fragen, die ihr irgendwie haben könntet. Oh, ich bin auch so doof. Ich werde alle Fragen in den Kommentaren beantworten. Mach mal so. Und jetzt wollte ich natürlich noch einen zweiten Turm bauen und den dann auch gleich angriffsbereit machen. Aber da wir das Holz für den Turm verbraucht haben, können wir natürlich jetzt nicht mehr angreifen. Juhu! Wen nehmen wir denn dieses Mal? Eigentlich müssten wir jetzt mal Apollo nehmen, aber dem sein Zauber und die Einheit bringt uns gerade weniger. Nee, wir nehmen Apollo. Lege. Das gönne ich mir jetzt mal. Stimmt, stimmt, stimmt. Der hat. Doch, die Einheit bringt uns was. Die ist ganz cool. Eigentlich nehme ich ja fast immer die Josse, aber wir wollen ja auch mal alle Götter ausprobieren. Prostagma. Man muss ja nicht immer mit Hydras angreifen. Vor allem brauchen wir jetzt keine Silky mehr. Alter! Geht's noch? Lege. Ja, ihr seht schon, die gegnerische Seite hat übrigens auch göttliche Zauber.
Lege. Die sie benutzen können. Lege. Dazu müssen sie zwar einen affigen Göttertanz aufführen, aber dann können sie uns halt mit Blitzen abschießen. Es geht nicht so wirklich vorwärts. Wir haben einen Haufen Bürger, wir führen irgendwie Seeschlacht gegen die Rosa Armee. Aber so ganz kommen wir irgendwie nicht vom Fleck. Hier haben wir noch Dorfbewohner drin. Einen, den befördern wir mal auf die Insel. Aber unsere Armee wächst einigermaßen. Jetzt könnten wir doch langsam mal die Türme flott machen. Oder auch nicht. Oder doch, oder auch nicht. Nee, wir könnten mal das andere Dorfzentrum besetzen. Nehmen wir die mal alle, ihr Holzhacker. Oder Holzmichel. Wir bauen jetzt da das neue Dorfzentrum. Du gehst mal schön wieder weg, du nerviger kleiner Turm. Ein paar sollten ja doch ihr begleiten. Ah, weg von dem Pegasus. Ah. Obwohl, die haben ja nur einen göttlichen Zauber, gell? Ein Blitz. Den konnten sie ja nur einsetzen, da der Pegasus direkt über unserem Kopf war, weil es in ihrem Sichtfeld war. Alter, wie kommen denn die jetzt dahin? Hetimos. Prosache. Metalefs. Lege. Prostagma, etimos. Ne. Kalos. Lege. Oh, wenn man länger aufnimmt, dann wird man so ein bisschen redefaul. Das ist. Das tritt bei mir gerade wieder ein. Aber. Wir werden das packen. Okay. Konzentration. Was versuchen wir hier gerade zu machen? Wir werden die ganze Zeit. Das ist das Nervige an dem Level. Wir werden die ganze Zeit von da unten rechts von den lila-rosa Viechern angegriffen. Ach, schade. Oh. Und danke, Polon, können in ihrem Tempel in der Nähe für verbündliche Einheiten geheilt werden. Ja, hier die rosa Armee, die uns die ganze Zeit da unten angreift, was ziemlich nervig ist. Wenn man auf einfach oder normal spielt, dann greifen die einen nicht so extrem an, vielleicht immer nur so im 10-Minuten-Takt mit zwei Schiffchen. Wenn man im einfachen Modus spielt, dann ist das Blödeste an dem Ganzen die kleinen Fischerboote, die sich die ganze Zeit hier in den Bereich wagen und die großen Schiffe mitnehmen. Das ist so am Nerven, weil die dann den anderen Schiffen in die Arme fahren und man ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, seine Schiffe wieder einzufangen. So, jetzt hat. Kann man irgendwie den Speer vernichten? Bitte? Boah. Und dann ich darüber überlegen, ob wir uns mehr Schiffe machen sollen, aber das bringt es irgendwie nicht, weil das ja kein Seeschlachtlevel ist. Wir müssen ja da hoch. Wir müssen ja das Tor von Troja zerstören. Das bringt irgendwie nicht viel, aber wir könnten mal mit dem Schiff die paar hier, also den Hafen können wir hier schon nicht mehr retten, aber wir könnten hier vielleicht noch ein paar Schiffe mitgehen lassen. Ja, weil das irgendwie ein bisschen sehr riskant ist. Ihr könnt mir mal ein bisschen Holz machen, da haben wir irgendwie gar nichts von. Oh, nervt doch nicht.